WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 21. Juli 1940. Die baltischen Staaten werden sowjetisch. Sie nannten es die singende Revolution. Den Kampf der drei Länder Litauen, Lettland und Estland, damals noch Sowjetrepubliken, um mehr Freiheit und nationale Souveränität. Begonnen hatte dieser Kampf 1988 in Tallinn, als auf einem riesigen Liederfestival plötzlich die Forderung laut wurde: Jede Nation, auch eine kleine, hat das unwiderlegbare Recht auf nationale Selbstbestimmung. Höhepunkt des friedlichen Protests 1989: eine 650 Kilometer lange Menschenkette aus rund 2 Millionen Esten, Letten und Litauern, zusammengetrommelt durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Aufrufe im Radio. Von Tallinn in Estland über das lettische Riga bis hinunter in die litauische Hauptstadt Vilnius standen am Abend des 23. August 1989 die Menschen Hand in Hand und sangen. Traditionelle Volkslieder, die alten Nationalhymnen, von Moskau so lange verboten. Das Datum war nicht zufällig gewählt. Der 23. August 1989 war der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes und hat damit für alle drei baltischen Staaten eine zentrale Bedeutung. Joachim Tauber vom Nordost-Institut der Universität Hamburg. Eine katastrophale Bedeutung. Sommer 1939. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Hitler und Stalin feiern ihren Nicht-Angriffspakt als ein Friedenswerk. Was damals keiner weiß? In einem streng geheimen Zusatzprotokoll beschließen Nazi-Deutschland und die Sowjetunion, Polen zu zerschlagen und unter sich aufzuteilen. Außerdem werden das frühere Bessarabien, Finnland und die baltischen Staaten der sowjetischen Interessenssphäre zugeordnet, wie es schönrednerisch heißt. Zunächst nur Estland und Lettland, später auch Litauen. Damit war aber entschieden, dass die Unabhängigkeit der baltischen Staaten beendet war. 1. September 1939. Die Wehrmacht überfällt Polen. Unmittelbar danach beginnen die Sowjets mit der völkerrechtswidrigen Annexion des Baltikums. Der erste Schritt ist noch diplomatisch. Die Außenminister aller drei baltischen Staaten werden nach Moskau geladen und dort wird ihnen eröffnet, dass es jetzt aufgrund der schwierigen Situation durch den Ausbruch des Europäischen Krieges an der Zeit sei, sich gegenseitig abzusichern. Was im Klartext heißt, die Sowjetunion fordert, und ich würde die Betonung sehr stark auf fordern legen, den Abschluss bilateraler Beistandsverträge mit allen drei baltischen Staaten. Litauen hofft noch drumherum zu kommen. Immerhin erhalten sie von den Sowjets ihre historische Hauptstadt Vilnius zurück. Die gehört seit 1920 zu Polen. Das Geschacher führt zu der absurden Situation, dass die litauische Armee im Oktober 1939 in Vilnius, polnisch Wilna, einmarschiert und von der Roten Armee die Stadt übergeben bekommt. Das Zuckerbrot. Bevor dieselben sowjetischen Truppen nach Litauen weiterziehen. Der Peitschenhieb. Denn die Sowjets fordern also diesen bilateralen Beistandsvertrag. Das Eigentliche ist aber, sie fordern im Rahmen dieser Beistandsverpflichtung die Stationierung der Roten Armee in allen drei baltischen Staaten in exterritorialen Basen. Dem geben die Balten notgedrungen nach. Und im Frühjahr 1940 wird die Truppenstärke noch einmal massiv erhöht. Allein in Lettland sind ab April 30.000 Rotarmisten stationiert. Doppelt so viele, wie Lettland eigene Soldaten hat. 2 Monate später, mit dem 17. Juni 1940, stehen auch im allerletzten Winkel des Baltikums sowjetische Truppen. Die nehmen als erstes den eigenstaatlichen Armeen alle Waffen ab. Protest in der internationalen Gemeinschaft regt sich nicht. 3 Tage zuvor, am 14. Juni 1940, war die Wehrmacht in Paris einmarschiert. Historiker Joachim Tauber. Die Weltöffentlichkeit war völlig abgelenkt. Ihre Militärpräsenz macht es der Sowjetunion möglich, in Tallinn, Riga und Vilnius der Bildung Moskau-freundlicher Regierungen den nötigen, sagen wir, Nachdruck zu verleihen. Eine Unterstützung seitens der Bevölkerung wird durch inszenierte Kundgebungen suggeriert. I remember actually a scene when the Soviet
Ich weiß noch, wie die Besatzungsmacht sowjetfreundliche Demonstranten auf die Straße holte, Fabrikarbeiter und Studenten. Sie sollten der Beweis dafür sein, dass die Letten selbst forderten, in die Sowjetunion aufgenommen zu werden. Meine Mutter und ich standen am Straßenrand, in der Nähe einer Laterne. Ich war ungefähr 3,5 Jahre alt. Vaira Wiecke-Freiberger, von 1999 bis 2007 Präsidentin des mit dem Zerfall der Sowjetunion wieder unabhängig gewordenen Lettlands. Eine kleine Gruppe, vielleicht ein Dutzend, marschierte laut brüllend vorbei mit roten Fahnen und erhobenen Fäusten. Dann folgten Menschen, die sehr traurig aussahen und weinten. Ich war natürlich beeindruckt von den Menschen mit den Flaggen und den in den Himmel gereckten Fäusten. Also erhob ich auch meine Faust und brüllte »Hurra!« Aber da sah ich, wie sich meine Mutter an den Laternenpfahl lehnte. Tränen strömten ihr übers Gesicht. »Bitte, Kind«, sagte sie, »tu das nicht. Dies ist für Lettland ein sehr trauriger Tag.« Jetzt geht alles rasend schnell. Ende Juni 1940 wird die jeweilige Führung in allen drei baltischen Staaten durch eine Marionettenregierung Moskaus ersetzt. Vorgezogene Parlamentswahlen finden statt, die freilich manipuliert und nur Scheinwahlen sind. Am 21. Juli 1940, heute vor 80 Jahren, beschließen dann die neu gewählten Volksvertreter die Eingliederung ihrer Länder in die UdSSR. Litauen, Lettland und Estland hören als souveräne Staaten auf zu existieren. Die Zeit dieser ersten sowjetischen Okkupation dauert nicht lange. Nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 rückt ja die Wehrmacht im Baltikum ein. Aber dieses eine Jahr der sowjetischen Besatzung hat der Bevölkerung der baltischen Staaten jegliche Illusion über die Realität des Lebens im Sowjetreich genommen. Osteuropa-Experte Joachim Tauber. Das hängt damit zusammen, dass in dem völlig ausgeprägten Stalinismus natürlich alles zerbrochen, zerstört und umgestülpt wurde. Die ganze gesellschaftliche Struktur, die ja doch, auch wenn es autoritäre Regime waren, das Recht auf Eigentum kannte, um nur ein Beispiel zu nennen, das wird zerschlagen. Kleine Betriebe und große Fabriken werden gleichermaßen in Staatseigentum überführt. Man beginnt mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Bauern verlieren ihre Höfe, sogenannte Klassenfeinde, Häuser und Wohnungen. Drangsaliert, verfolgt und ermordet werden Intellektuelle, Angehörige der Wirtschaftselite, Ärzte, Rechtsanwälte und Richter. Und jeder, der im alten System auch nur eine klitzekleine Funktionsstelle besaß, der Volksschullehrer, die Sekretärin auf dem Amt. Orchestriert wird der Terror vom sowjetischen Geheimdienst, NKWD. Und dann beginnen am Ende dieses einen Jahres, und das ist eine traumatische Erfahrung, die die baltische Bevölkerung bis heute verinnerlicht hat, die sich auch über Generationen im kollektiven Gedächtnis festgesetzt hat, dann beginnen eben die ersten großen Deportationen. Später, sehr viel später, berichten Überlebende, was damals im sogenannten schrecklichen Juni 1941 geschieht. Ein Litauer, den man als 12-Jährigen deportiert. Der hat 1990 seine Erinnerungen geschrieben, dass die also kommen, ein örtlicher Parteifunktionär, dann Rotarmisten, die Wohnung nachts stürmen, einen Durchsuchungsbefehl vorlegen und sein Vater springt aus dem Fenster im ersten Stock und versucht zu fliehen. Der hat sich wohl noch so eine Hose angezogen und der Rotarmist schießt also dann. Und dann heißt es also, ich zitiere, noch immer sehe ich meinen Vater mit erhobenen Händen und in den Kniekehlen hängenden Hosen dort stehen. Der Junge und seine Familie werden in einer Marschkolonne zum Bahnhof getrieben. Übrigens öffentlich, Terror, die Bevölkerung soll eingeschüchtert werden. Und dort werden die getrennt, die Kinder und die Frauen und die Männer werden in verschiedene Züge verfrachtet. Allein in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1941 werden im gesamten Baltikum schätzungsweise 50 bis 65.000 Menschen verhaftet und in ungeheizten Viehwaggons nach Sibirien transportiert. Inmitten dieses Szenarios greift Deutschland am 22. Juni die Sowjetunion an. Das Unternehmen Barbarossa beginnt. Nur 2 Tage später stoßen Hitlers Truppen nach Estland, Lettland und Litauen vor. Die braune Diktatur löst die rote ab. Doch erst einmal gilt: Natürlich werden die Wehrmachtssoldaten als Befreier empfangen.
Joachim Tauber hat sich die Visionstagebücher der ins Baltikum einmarschierten Heeresgruppe Nord angesehen. Da steht es auch immer wieder drin: Bevölkerung friedlich, Bevölkerung zuvorkommend, geradezu euphorisch über Sichtung deutscher Soldaten. Euphorisch? Nicht alle. Juden in Litauen und Lettland, in Estland leben sehr viel weniger. Die jüdische Bevölkerung erlebt den Beginn der deutschen Besatzung am 24. Juni völlig anders. Für die ist das ein Tag des Entsetzens. Es gibt kein Entkommen. Die Wehrmacht war so schnell da, die hatten überhaupt keine Möglichkeit zu fliehen. Allerdings waren unter den kurz zuvor unter Stalin nach Sibirien verbannten Balten auch viele Juden. Das Paradoxe, was nun diese deportierten Juden anbelangt, ist natürlich, dass ihnen das Leben gerettet hat. Was mich immer schaudern lässt, ja, der Gulag als Lebensretter. Mit Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges verlagert sich der Massenmord an den europäischen Juden dorthin, wo es außerhalb Polens die größten jüdischen Gemeinschaften gibt. In die Ukraine, nach Weißrussland, ins Baltikum. Traurige Wahrheit: Hitlers Schergen, deutsche Wehrmachtssoldaten und Polizeibataillone finden unter den nicht-jüdischen Litauern, in geringerem Maße auch Letten, bereitwillige Komplizen und Helfer. Die litauischen Juden waren des Todes. Sie wären auf jeden Fall ermordet worden. Aber in dieser Effizienz, in dieser Brutalität, in dieser Dynamik wäre es ohne Beteiligung von Litauern nicht möglich gewesen. In Litauen und Lettland gibt es von den Deutschen befehligte Killerkommandos aus einheimischen Freiwilligen. Sie werden eingesetzt, um in der Provinz Juden zu erschießen, aber auch, um den Massenmord logistisch vorzubereiten. Wo in der Nähe sind Wälder? Wo kann man Massengräber ausheben? Wie weit müssen die Juden aus dem Städte dann da rausgeführt werden? Wer bewacht die Juden bis dorthin? Das läuft ja alles auf regionaler Ebene. Als der Zweite Weltkrieg und die deutsche Okkupation enden, sind 90% aller litauischen Juden tot und 72% aller lettischen. In der nun folgenden sogenannten zweiten sowjetischen Okkupation ist das kein Thema. Das Narrativ lautet fast 5 Jahrzehnte lang: Die Deutschen begingen Mord an friedliebenden Sowjetbürgern. Aber die Juden wurden ja ermordet, weil sie Juden waren und nicht, weil sie Sowjetbürger waren. 1989, im Zuge der singenden Revolution, will über Judenmord und Komplizenschaft niemand reden. Wer betont, dass Opfer auch Täter sein können, gilt als Nestbeschmutzer. Die Balten sind mit dem Kampf um ihre Unabhängigkeit beschäftigt und der Erinnerung an das Leiden der Nation. Juden kommen darin nicht vor. Mitte der 1990er Jahre aber beginnen vorsichtig erste Debatten. Junge Literaten, Historiker und sogar Politiker fordern: Wir müssen uns klar werden, dass die jüdische Katastrophe unsere Katastrophe ist. Dass es ein Verlust für uns ist und dass es unsere Mitbürger waren, die von Mitbürgern erschossen wurden. Und der Hitler-Stalin-Pakt, für viele Balten die Ursünde des 20. Jahrhunderts? 5 Jahrzehnte lang leugnet die Sowjetunion, dass es den Pakt überhaupt gab. Am 24. Dezember 1989 bestätigt die Duma erstmals seine Existenz und annulliert ihn noch am selben Tag. Perestroika und Glasnost sei Dank. Doch 2014 betrachtet Wladimir Putin, anders als Michail Gorbatschow, das Abkommen durch die rosaroteste Brille. Damals hat er gerade die Krim besetzt. Das ist zwar ein neues Kapitel, in dem Putin aber den alten Pakt zitiert. So etwas war damals ganz üblich. Ernsthafte Historiker haben das erforscht. So machte man eben Außenpolitik. Heute sagen viele: Oh, wie schlimm. Aber was ist denn falsch daran, dass die Sowjetunion Frieden wollte und keinen Krieg? Was Putin nicht verliert: auch nur ein einziges Wort über das geheime Zusatzprotokoll, das den Sowjets dazu verhalf, sich 1940 das Baltikum einzuverleiben. Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Geschichte der baltischen Staaten, die am 21. Juli 1940 sowjetisch wurden. Redaktion: Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de